Hey, liebe Plattenfreunde, hallo, Guidos Plattenkiste. Ich freue mich wieder mal, die News der Woche zu zeigen. Nachdem wir heute wunderbar bei unserem Lieblingskoreaner essen waren, habe ich einen kleinen Abstecher zum Saturn gemacht. Bin ich relativ selten, aber wenn man schon daran langläuft, gehe ich natürlich auch gerne einmal rein. Und jetzt weiß ich auch, warum ihr alle die neue Peter Fox habt, hinter dem wieder beworben bist und geht eben her. Also seht selber. Naja. Ist auch egal. Letzten Endes war ich einfach nur mal ein bisschen stöbern wieder mal. Saturn ist ja schon irgendwie echt monstermäßig was ausgestattet, was so Schallplatten angeht und so. Die haben wirklich alle Neuigkeiten irgendwie da. Und ich habe so ein bisschen rumgekramt und natürlich habe ich eine Schallplatte mitgenommen. Habe mich da ein bisschen vom Preis reißen lassen, weil ich habe hier tatsächlich eine Scheibe gefunden, die super günstig war. Die kostete nämlich nur 12,79 Euro. Das fand ich doch echt einen annehmbaren Preis, zumal die Scheibe sonst nämlich über 30 kostet. Da dachte ich, ach, das ist ja schon mal ganz nett. Und von der musikalischen Seite her ist es natürlich auch was ganz, ganz Tolles. Und der Titel hat mich auch total überzeugt. Das Ding heißt nämlich Fahrt ins Blaue Teil 2. Und Groovin' in the Spirit of Jazz. Und das Ding ist vollgepackt in einer guten Pressung. Limited Edition Blue Vinyl 180 Gramm mit Download Code. Ich habe sie noch nicht aufgehabt. Funk and Soul and All That's Jazz. Groovy Feel Good Experience mit Nils Landgren, Joe Sample, Bernard Prody, Roel Midon, Randy Brecker, Sun Juna und Till Brönner und Victoria Tolstoy und was weiß ich nicht, wie alles. Also hier sind also 5, 6, 7. Wenn wir gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nochmal 5, also 12. Gute 12, ja. 12 gute Songs. Und zwar alles Music Previously Unreleased on Vinyl. Also auch letzten Endes fehlen mir ein bisschen was, was man noch nicht kennt. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Habe ich gerne mitgenommen für den Preis. Erstmal wirklich toll. Und ne, ich habe sie dann einfach durch den Regen geschleppt oder so. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, zeigen kann ich euch noch nicht so viel. Rückseite sehr unspektakulär. Und die Front auch nicht so spektakulär. Das Ganze ist in einem einfachen Cover. Aber ja, ist ja egal. Von 2018 von Edel. Nee, Quatsch. War das nicht? Habe ich irgendwo Edel gesehen? Edel, da oben steht irgendwie Edel, hier steht aber actmusic.com. Keine Ahnung, weiß nicht ganz genau. Hier steht nochmal irgendwie, das ist nochmal Luck Disc Cutting by Sektor 5, was das auch immer jetzt bedeutet, kann ich nicht genau sagen. Analog Mastering bei Thorsten Wick. Kennt ihn jemand, Thorsten Wick? Ich kenne ihn nicht. Ist aber auch nicht so wichtig für mich. Ich weiß, es ist einfach echt eine geile Jazzscheibe. Fahrt ins Blaue, finde ich, passte auch wirklich wunderbar. Dementsprechend habe ich sie sehr, sehr gerne mitgenommen. Ja, so ein paar Gebrauchte habe ich auch wieder dabei. Auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen, finde ich, wieder mal. Und zwar gibt es hier einmal eine Scheibe aus Italien. Aus dem Jahre, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Sieht so ein bisschen nach Ende 80 aus. Steht da irgendwas drauf? Made in Italy, bla, Cave, Canem. Also wenn ich schon mal hier in der Hand habe, kann ich ja mal ganz kurz einmal zeigen, das Label. Könnt ihr das irgendwie so sehen? Da kann man das sehen. Ist ein bisschen, das Licht ist natürlich nicht ganz so dolle, ne? Und zwar ist das A Special Night. Und die, nee, die Band, naja, das Ding heißt A Special Night. Ja, schwierig jetzt für mich das wieder zu sagen. A Big Noise and a Long Silence heißt das ganze Ding. Und das ist so Dark Wave, in diese Richtung geht das irgendwie so. Ne? Dark Wave, natürlich Einflüsse vom Post-Punk über New Wave, natürlich ein bisschen weiterentwickelt, so ein bisschen ins Gothic-mäßige rein oder so. Ne? Ziemlich geiler Gesang, simple Synthes und guter brummender Sound. Ich habe da mal eben ganz kurz im Telefon theoretisch einmal reingehört, als ich sie gekauft habe. Ich fand die recht interessant und ja, bin mal gespannt, was das so genau ist. Ist auf jeden Fall eine sehr rare Scheibe aus Italien. Habe ich auch noch nie gesehen. Also gibt es auch nicht so oft am Start. Und dementsprechend, glaube ich, ist das auch irgendwie so. Hier schiebe ich jetzt alles wieder runter. Das muss ich irgendwie anders weg. Boah, hier fällt alles. Jawohl. Das wollen wir ja nun nicht, dass hier wieder alles runterfällt. Jetzt werde ich natürlich irgendwie geblendet, glaube ich. Mein Gott, das ist alles wieder kompliziert hier. Ne? Ich habe ja hier meine Lampe. So, kriege ich mal ein bisschen runter.
ist das nicht ganz so heftig, ne? Da, jetzt haben wir es wieder. Hier ist es super professionell. Das ist ein Studio bei Guido. Okay, nächste Platte, die ich auch sehr interessant finde, die in dieser Richtung geht, die nannte diese natürlich nicht, oh Mann, das ist auch nichts sortiert hier, ist die hier. Und zwar ist das Cool Dreams. Cool, nicht cold. Cool Dreams. Kleines Wortspielchen, gehe ich mal von aus oder so. Und zwar reden wir hier von einer französischen Truppe. Und das ist jetzt kein Dark Wave, sondern das ist Cold Wave. Musste ich auch erstmal ganz kurz einmal nachgucken, was dann nun wieder Cold Wave ist. Schönes Label auch irgendwie so. Cold Wave, ähnlich wie beim Dark Wave. Erweiterung, Post-Punk. New Wave. Simple Synthes. Minimalistischer Sound. Guter Gesang damit drauf. Ein bisschen monotonisch gesprochen, gesungen. Keine Ahnung. In dieser Richtung geht das irgendwie so. Das scheint irgendwie hier eine Release zu sein. Nee, Quatsch. Reissue aus dem Jahre 2020, weil die ist irgendwie nicht so richtig zu finden, immer irgendwie so. Sind 3, 4, 5, 6 Sachen drauf und das bekannteste Stück von denen ist, glaube ich, Crazy Night oder Don't Cry. Weiß nicht so ganz genau. Und das fand ich auch schon sehr interessant, als ich mir das angehört habe. Also es klingt sehr, sehr vielversprechend. Cool Dreams. Italien, jetzt was wir gesagt, das war die andere. Frankreich. Frankreich, Cold Wave. Sehr interessant. Und ebenso interessant ist hier eine Scheibe Jive Africa Sakai New Life. Das ist die hier. Das ist the third album in a series of Jive Africa releases. Also das Label natürlich irgendwie Jive Africa habe ich schon mal gesehen. Und die Scheibe, die Band selber Sakai heißt das wahrscheinlich irgendwie sowas. Auch sehr, sehr vielversprechend. Also afrikanischer Jazz, Fusion, ja, Rock würde ich nicht, Funky Soul. So in dieser Richtung würde ich das beschreiben. Super interessant. Große Truppe, viele geile Instrumente. Natürlich Bläserinstrumente, Saxophone. Hier ist das Jive, einmal so. Das Jive Africa, das habe ich auf jeden Fall schon irgendwie öfters mal gehabt. Ach, guck mal, die ist mal bei Govi gekauft worden, diese Platte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da Govi, ne, nicht dran denken, unversehrt innerhalb von 14 Tagen. Dazu dürfte es aber nicht aufgeschnitten sein, so hat man es ja früher gemacht. Sehr interessant. Ja, wirklich sehr interessant, habe ich auch schon reingehört. Geile Scheibe, wirklich ziemlich geile Grooves, Mischung aus instrumentalen, afrikanischen, funky, souligen Fusion Jazz. Und natürlich auch in Traditionssprache gesungene Geschichten. Aber auch kein Gedröme, sondern wirklich echt auf coolen Sound gemacht. Makwala, Nindi, also ich meine, ich kann jetzt leider nicht die Sprache. Ich weiß noch nicht genau, wo die Jungs jetzt wirklich herkommen. Aber Sakai New Life, eine sehr vielversprechende afrikanische Soul-Scheibe. Manchmal tritt hier auf, sehe ich gerade, featuring Hachma Sekala on den Flügelhorn. Der hat da so auch noch ein bisschen damit gewirkt. Und ansonsten, ja, von den Musikern selber kenne ich persönlich jetzt irgendwie keinen Namen und traue mir auch nicht zu, die jetzt alle vorzulesen. Aber ihr seht schon, es ist eine große Truppe und sie machen auf jeden Fall jede Menge geilen, guten Sound. Auch sehr drüber gefreut. Ja, und noch ein bisschen poppig, rockig, new wave-ig geht es nochmal in die Zeit 80 irgendwann oder sowas. Und zwar 84 mit Annabelle Lamb. Und The Flame. Animal Lamp, ja, natürlich gerade im New Wave-Bereich damals sehr bekannt gewesen. Mit ihrer tiefen, monotonen Stimme hat sie so einige große Hits, glaube ich, gehabt. Den größten weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie er heißt. Aber auch hier ist zum Beispiel drauf What the Eye See heißt das ganze Ding. Und auch dieses Ding ist nicht nur super bekannt in der Szene, sondern auch wurde auch damals in jeder New Waving Disco hoch und runter gespielt. Auch leicht angehaucht, so Gothic würde ich das jetzt nicht wirklich nennen, aber schon so ein bisschen düsterer New Wave, elektronischer Sound.
durch diese monotone Stimme auch wirklich echt, echt cool. Annabel Lamp mit The Flame. Ich glaube, eine andere oder zwei habe ich auch mit Sicherheit schon von Annabel Lamp. Aber auch die finde ich richtig klasse. Dann habe ich hier noch eine Band, und zwar ist das Kingfish. Trident heißt die Scheibe. Leider hier oben schon so ein bisschen abgeschrammelt. Cover an sich nicht mehr ganz so hübsch. Dafür ist sie aber auch natürlich schon aus dem Jahre 72 oder irgendwie sowas. Ne, nicht ganz. 76. Könnte auch 78 sein. Ich glaube eher 78. Ja, und da hier haben wir ordentlichen Rock der Zeit letzten Endes. Angenehme Musik, wie man es halt so kennt aus diesem Bereich. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wer da jetzt ausschlaggebend mitgewirkt hat. Müsste ich selber alles mal irgendwie durchlesen oder mir nochmal anlesen oder so. Kingfish, glaube ich, aber schon auch etwas bekanntere Band gewesen. Hier von Jet Records. Die Jungs stehen jetzt zur genau richtigen Zeit in San Francisco, in der San Francisco Bay und haben eigentlich eine gute Platte abgeliefert hier. Trident von Kingfish. Finde ich auch echt klasse. Muss ich mir aber noch mal ein bisschen reinlesen oder hören. Und noch mal so was Souliges oder so. Gerald Alston. Und Gerald Alston ist nicht von den Temptations, aber wie hießen die anderen noch? Tramps? Nee, Tramps war es auch nicht. Steht hier irgendwo schnell was drauf? Nee. Kann ich jetzt leider nicht so ganz schnell rauslesen. Motown 1988 auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein großartiger Soul-Sänger einer ganz berühmten Männer-Kombo. Und es könnte auch Manhattan Transfers. Nee. Mein Gott, wer war denn das noch? Manhattan Transfers kann es nicht gewesen sein. Nee. Aber so in dieser Richtung geht das. Tramps, Manhattan Transfers. Scheiße, wen gab es noch alles? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ne? Paulinho da Costa nochmal hier irgendwie ein bisschen die Percussion gemacht auf jeder Scheibe. Und ansonsten noch jede Menge Leute, die hier irgendwie ein bisschen was gemacht hat. Leider von dem Drum ist es alles nur programmiertes Zeugs, Keyboard und Drum Programming. Also kein echtes Schlagzeug drauf. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade bei den späten Motown-Scheiben. Ich persönlich mag es ja lieber echt eingespielte Instrumente. Klingt einfach ein bisschen knackiger, finde ich, als die Standardmaschinen. Nichtsdestotrotz ist auch eine Scheibe, die habe ich noch nicht so oft gesehen. Und Gerald Alston habe ich noch nicht. Und ich kriege auch noch mal einmal raus, von wem er, mit welcher Band er berühmt geworden ist. Auf jeden Fall war es eine ganz, ganz große. Ja, letztes Mal schon ganz kurz gezeigt. Ne? Muss man auch noch mal einmal ganz kurz haben. Die vierte von Simply Red, A New Flame, haben wir im Talk letzte Woche Freitag bei Richie ganz kurz drüber gesprochen. Da hatte ich sie hier stehen. Habe ich bekommen. Freue ich mich sehr drüber. Alleine schon aus dem Grunde, weil sie sieht aus wie neu. Da ist echt wirklich nur ganz minimal hier an den Kanten ein bisschen was abgestoßen. Und ansonsten ist das einfach echt eine Top-Scheibe. Simply Red hat ja hier noch sogar im Original Inner. Auch schon alles sehr pappig und hart. Inner Flame. Also der hat ja immer andere Label gehabt. Ich weiß nicht ganz genau, warum der immer auf anderen Labels gespielt hat. Dieses Ding ist jetzt von Vea. Hatte die andere noch gehabt. Die haben was immer. Jede Platte von ihnen hat ein anderes Label oder irgendwie sowas. Keine Ahnung warum. War auf jeden Fall im Gespräch. Ein super großartiger Musiker. Mick Hucknall. Ja. It's Only Love. Glaube ich, ganz gute Scheibe. Ne? Also ich mag ja besonders die erste. Die zweite ist so einigermaßen, die dritte ist wieder umso besser, die vierte ist natürlich auch wieder top, dann geht es nochmal aufwärts mit Live oder irgendwie sowas, war das Live denn schon oder so, ist ja auch so super und so, ne? Ja, und ich habe schon die letzte Platte hier und ja, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ich dachte mir, nimm sie auf jeden Fall mit und zwar ist das Kitten Place Funhouse und das sieht mir eher ein bisschen nach so Spaß-Rap aus, ich kenne sie gar nicht. From the Motion Picture House Party. Der Film war, glaube ich, schon bekannt. Mit wem die Jungs jetzt was zu tun gehabt, das wüsste wahrscheinlich jetzt wieder Matze. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, ob die gut waren oder irgendwie. Ist ein bisschen so, sieht schon fast so ein bisschen aus wie hier Prince von Bel Air. Wie heißt er noch?
der Schauspieler, der hat ja auch, da habe ich auch so zwei, drei Platten von, der hat ja auch irgendwie, der sieht in dieser Richtung geht es fast, wenn man das hier unten sieht, ne? So sieht er auch schon fast aus. Und ich glaube, so in der Richtung geht es auch. Die Scheibe ist von Cool Makers, ich weiß es nicht. Irgendwie so in der Richtung geht das wohl wahrscheinlich. BCM Records steht hier, ist ein silbernes Label, weiß ich jetzt auch nicht. Egal, ne? Ich höre mal rein, vielleicht ist es ja ganz nett. Wenn nicht, weiß ich auch noch nicht. Letzte Scheibe. Kitten Place Funhouse heißt das Ganze. Ja, da wird der Matze bestimmt so einen oder anderen Satz sagen können. Ja, das war's, liebe Leute. Das waren die neuen für diese Woche. Freut mich, ich bin ganz fix und schnell hier irgendwie. Ne? Nochmal ganz kurz, hatten wir ganz kurz drüber gesprochen letztes Mal. Bin ein bisschen traurig natürlich irgendwie so, aber klar, das ist auch die Zeit und die Geschichte. Die nimmt natürlich wie alle guten Seelen mal irgendwann von uns und schickt sie gen Himmel. Sinéad O'Connor gehörte in diesem Monat, beziehungsweise im letzten Monat, glaube ich, dazu. Ende Juli, glaube ich, verstorben. Eigentlich habe ich drei, ich finde nur zwei. The King and the Lion, the Lion and the Cobra, sorry. Und I do not want what I haven't got. So heißt das ganze Ding. Ich will immer letzten Endes I feel so different, beziehungsweise hier, wie heißt es, nothing compares to you sagen. Aber das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja nicht die Scheibe, sondern das ist ja das berühmte Titelchen von Prince letzten Endes, was sie wunderschön gecovert hat und dadurch eigentlich erst mehr oder weniger berühmt gemacht hat. Für mich war immer viel zu different damals ziemlich geil. Oder Black Boys und Mopeds fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Und es gab noch so ein, zwei Sachen drauf, die ich wirklich, wirklich gut fand. Ausnahmekünstlerin, wirklich ganz, 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 ganz tolle Sachen gemacht. Unheimlich geile Stimme. Eindrucksvolle Persönlichkeit. Kritische Persönlichkeit. Hat merkwürdige Sachen gemacht, die ich letzten Endes schon ein bisschen unterstützen kann, aber die natürlich kritisch zu betrachten sind, wie hier Papst Johannes Paul II. Bild zerreißen oder verbrennen oder irgendwie sowas, ne? Um auf die Missstände der Kirche hinzuweisen und so. Ist ja alles legitim. Wurde auch damals, wie auch heute, immer irgendwie medial natürlich irgendwie alles angemahnt. Naja, wir wissen, was wir davon halten können. Aber mit diesen beiden Platten möchte ich einmal letzten Endes das ganze Ding hier beenden. Einfach großartige Künstlerin, nicht mehr da, auch in diesem Jahr gegangen. Viele werden wahrscheinlich noch irgendwann folgen. Aber wie gesagt, das ist ja der Lauf der Dinge. Ansonsten war es das schon für heute Abend, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt die schöne Zeit, hört wunderschöne Musik und wir sehen uns an irgendeiner Stelle wieder. Bye bye, liebe Leute. Macht's gut.